willkommen zurück zu einem neuen Part, zur Fortsetzung dieses letzten Partes, sagen wir mal so. Teil 2 sagen wir jetzt einfach mal. Wir haben Soja und Logan gerettet. Logan ist in einer besseren Verfassung als Soja. Und jetzt kam auf einmal die etwas andere V-Line, wie ich sie jetzt getauft habe. Die ist jetzt, puff, einfach weggejumpt und wir müssen sie jetzt finden. Ich bin sehr gespannt. Wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß. Und würde sagen, wir hüpfen jetzt wieder hier über diese Brücke zurück, weil wir müssen auf die andere Straße, wo wir Logan gefunden haben. Der war nämlich hier in einer dieser komischen Kapseln drin und sah ein bisschen besser aus als Soja. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt schon Richtung Ende geht, wo dieses eine etwas passiert. Wir lassen uns einfach mal ganz grob überraschen. Und gucken, dass wir hier... Hallo Leute, wie geht's? Geht's euch gut? Ja, und ich bin tot. Oh, das geht ja gut los. Vor lauter... Los, los. Ah, die und ihre blöden Pfeile am Boden. Wer? Wer sagt das? Wer hat das gesagt? Das hat sich angehört wie Bram, wie Ridlock. Wer hat das gesagt? Ah, Bram. Stimmt, Bram ist ja ein Wächter, der heilt uns. Wie cool. Wir sind jetzt hier, wo das Meta-Event dann ist, oben auf den Platten. Ja, 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 ja. Okay, und jetzt? Also, okay, wir hätten auch rein theoretisch hier lang gehen können, aber... Oh mein Gott. Okay. Was ist das? Verfolgt V-Line. Okay, okay, okay. Das kriegen wir bestimmt hin. Den machen wir jetzt auch kaputt. Dann haben wir Ruhe. Ja, kommen wir hier hoch? Dürfen wir hier so hochspringen? Und dann da? Nein? Okay. Ah, okay. Nehmen wir den. Und vorbeiquetschen, dass wir hier hoch... Nein, dürfen wir nicht. Ah, wir müssen unten lang. Da ist es doch. Zack. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Was ein Glück, haben wir einen Gleitschirm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. So, kommen wir dazu? Ich glaube schon. Oh, oh, pass auf. Na, gehst du hoch. Schön hier mitmachen, ne? So einfach tötet ihr Soldiers Kinder. Was? Sie waren so schön. Das waren doch nicht ihre Kinder. Als ihre Mutter. Oha, das ist nicht nett. Seht ihr denn nicht? Die Harmonie ist nah. Und ihr werdet zu Mordremos kommen. Eure Harmonie ist Sklaverei. Genau. Wir müssen uns das nicht länger bieten. Richtig so. Caves ist ja immer noch an unserer Seite. Wo ist die jetzt hingesprungen? Die ist weiter. Okay, so wir müssen jetzt hier durch und uns weiter den Weg bahnen. Okay. Stück für Stück bahnen wir unseren... Ah, ne, ich dachte gerade schon, oh Gott, was sind das jetzt? Aber das sind diese Layfoods. Ich weiß nicht, was das ist. Wofür, wie, wo, was? Keine Ahnung. Ui. Hallo, ich will mich gern bewegen. Darf ich mich bewegen? Irgendwie nicht. Toll. Irgendwie hänge ich fest. Ich weiß nicht, irgendwie... Darf ich nicht... Boah. Es gibt kein Entkommen. Ja... Ich glaube, ja, da sind wieder Bösewichte. Und da oben ist sie wieder. Wie krass. Soja und Logan mögt ihr uns entrissen haben. Ja. Aber zu Traherne werdet ihr nicht durchkommen. Oh nein. War das... Er wird das Vergnügen haben, seinem wahren Gebieter zu folgen. Oh, war das... Er würde lieber sterben, als euch zu dienen. Oh nein. Wird er nicht mehr unterscheiden können.
wird er ein Teil von. Da ist er schon geflogen. Guck, guck, guck. Ah ne, da sind mehrere Drachen. Okay. Ich dachte, das sei einer von den Drachen von... Ihr wisst schon wem. Aber ich dachte, es ist immer Kays Bruder. Oh, sag bloß, wer Kanach, Traherne wird da jetzt mit einbezogen. Oh, ich hoffe es nicht. Oh, wir verlieren andauernd weiter Freunde. Oh, das ist aber schön hier. Ich bin hier noch nie lang gelaufen. Man ist immer da oben auf den ganzen Plattformen, jumpt von Plattform zu Plattform und dann killt man den Wurm. Sehr interessant gemacht. Lass mich kämpfen. Dann kämpf doch. Zu Traherne durchzudringen. Dann mach. Ich will nur den Drachen töten. Sein Tod könnte auch meiner sein. Der aller Silvari. Aber das ist immer noch besser, als unter seiner Herrschaft zu leben. Recht hat sie. Das ist das einzige Ziel, auf das ich immer hingearbeitet habe. Ja. Schön. Aber wenn ihr mich nochmal ärgert, begleitet ihr Faulein auf ihrer Reise in die Nebel. Ah, wie cool. Wo geht sie denn jetzt hin? Case, wir müssen hier vorne lang. Immer noch. Kommt ihr? Ja, okay. Sie ist nur ein bisschen irritiert gewesen, habe ich den Eindruck. Holen wir mal wieder Unterstützung hier. Oh Mann, wieso? Die sind echt böse zu mir. Graham, heil mich ein bisschen, bitte. Sind wir richtig? Oh mein Gott, das ist ja cool. Das hier ist gefährliches Gebiet. Haltet die Augen auf. Ihr Götter, was für ein Ort. Wohin gehen wir? Wie cool. Da kann ich mich... Oh, da kann ich mich dran erinnern. Nach oben. Wir gehen nach oben. Okay, wir gehen nach oben. Und versuchen, ohne von irgendwas getroffen zu werden, hochzukommen. Stopp, wir müssen jetzt zur Seite. Ja, dann machen wir kaputt. Machen wir das Ding hier kaputt. Spür das Brennen! Ah. Ha! Ihr habt eine schlechte Entscheidung getroffen. Wir dürfen auch einfach vorbeilaufen. Machen wir so einfach, ne? Ich schaffe das nicht allein! Okay, jetzt wird es ziemlich bunt hier. Okay, los, los, schnell zur nächsten Zacke. Wo haben wir noch welche? Okay, jetzt gehen sie hier alle bum, bum, bum. Also das kann ich mich jetzt wieder erinnern. Da waren viele, viele Erfolgspunkte. Einmal von ganz oben durch die Mitte durch nach unten fallen lassen, um einen Beherrschungspunkt auch zu kriegen. Also das war sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und durch diese Löcher kann man auch durchfallen. Okay, da haben wir aber jetzt eine Ranke, die müssen wir kaputt machen. Ihr habt eine schlechte Entscheidung getroffen. Wer sagt denn das die ganze Zeit? Ah, die Kay sagt das. Und zu wem sagt sie das? Ah, wir hätten hier schon wieder vorbeigekonnt, okay. Dieses Ding, dieser Baum, der muss das Epizentrum des Drachen sein. Ja. Ja, ich kann spüren, dass Mortimer seine Augen auf mich richtet. Okay. Wo ist der Mistkerl? Bram. Ich will ihm in die Augen sehen, diesen Dschungelgebieter. Das darfst du, Bram. Er ist ein Ding hier draußen, Bram. Er ist alles. Das stimmt. Wir sind schon die ganze Zeit, die wir im Dschungel unterwegs sind, auf seinem Rücken. Oh. Wie Flöhe auf einem Hund. Oh. Wenn das der Fall ist, dann... Zum Bram. Ich weiß, dass Bram. Ich kann nichts anhaben, aber ich muss das einfach tun. Was kann ihm denn dann etwas anhaben? Das Ding sieht ziemlich solide aus. Uns fällt schon noch etwas ein. Aber jetzt okay. Müssen wir Traherne befreien, was auch immer Mordremos hier mit ihm vorhaben mag. Ja, ich will gar nicht wissen, was. Ich will's gar nicht wissen, um ehrlich zu sein.
Okay, wir sind hier oben angekommen, ohne irgendwie von was getroffen zu werden. Okay, wir versuchen es. Ups. Ihr habt eine schlechte Entscheidung getroffen. Leiden sollt ihr. Ich schaffe das nicht allein. Was denn? Okay, wir müssen darüber. Und ich glaube, wir müssen hier auf diesen Zacken. Und dürfen dann rüberspringen. Genau, ich glaube, da müssen wir rüber. Und da kommen wir von der anderen Plattform nicht rüber, weil das zu kurz ist. Oh, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Ich habe keine Lust, nochmal hier hochzurennen. Okay. Yes! Woo! Na los jetzt, komm hoch. Da ist sie. Das Unaufhaltsame könnt ihr nicht aufhalten. Den Herzschlag. Oh, diese Geräusche, ey. Nicht zum Schweigen. Ja. Dürfen wir dich jetzt platt machen? Nein, der gehört zu uns. Nicht solange einer von uns noch ab. Ihr könnt nicht ewig fortlaufen, Faulein. Aufgeladen. Wie geht es eurer Mutter? Oha. Sie von mir. Beim Atem des Wolfes. Ich werde sie noch heute rächen. Macht es. Wir rächen sie alle. Unsere Differenzen. Aber ich hoffe, sie hielt mich nicht für einen Dorn in ihrem Fleisch. Wollen wir, Leute? Wollen wir angreifen? Oder nicht? Aufgeladen. Spürt das Brennen! Oh, 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 da sind so Felder am Boden. Mal raus da. Lasst uns Traherne befreien. Ihr versteht immer noch nicht. Faulein hat es nie gegeben. Kate hat es nie gegeben. Traherne hat es nie gegeben. Aber es gab immer Mordremos. Mordremos. Kate, wisst ihr nicht, dass es gefährlich ist, gegen seinen Schöpfer zu rebellieren? Was kümmert mich der Preis? Aufgeladen. Der Drache wird fallen und wir werden frei sein. Im Leben oder im Tode. Spürt das Brennen. Mich bringt nicht zu Fall. Stärker als Stein. Na kommt, das schaffen wir jetzt. Los, los. Oh, oh. Mein Leben. Nein. Ich bin so gut gewesen die ganze Zeit, ohne umzufallen. Macht sie tot, Leute. Ihr schafft das. Macht sie tot. Macht sie tot. Das schafft ihr. Das schafft ihr. Das schafft ihr. Ja, Mann. Sie ist tot. Endlich. Und jetzt? Oh nein, Traherne. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich dachte die ganze Zeit, Kanach ist es, der so gefangen ist. Wo sind denn jetzt hin? Oha. Nein, Traherne. Nicht mal ein Erstgeborener hat das verdient. Das hat niemand verdient. Überhaupt niemand. Ich habe mich mit Fauleins Tod abgefunden, als ich sah, was aus ihr geworden war. Ja. Ich bin direkt hinter euch. Gebt mir nur kurz Zeit, ihren Körper. Bram ist tot. Bram. Wieso sagt keiner was, dass der tot liegt? Dass der da tot ist. Kiste mit wieperhaften Ausrüstung, mit minensägerischer Ausrüstung, mit wegweisender Ausrüstung. Machen wir das mal. Braham, wieso hast du nur nichts gesagt, dass du dort tot bist? Okay, wow. Stürmt Mordremos inneres Refugium. Wir müssen jetzt erstmal hier die Instanz verlassen. Okay, was ist jetzt? Wir haben optionale Nachrichten, die wir lesen dürfen und hören dürfen. Ich habe nicht die Spur einer Pflanze mehr, aber selbst ich kann hier oben das Kribbeln unter meinem Fell spüren. Mordremos Herz ist ganz in der Nähe. Seine Magie, sein Einfluss sind stark. Ich war nah genug, um sowohl Zaitan als auch Kalkatorik ein Küsschen zuzuwerfen, aber Mordremos Präsenz spüre ich deutlicher.
Sie ist erschreckend stark. Ich bin froh, wenn wir sie endlich los sind. Logan und Socha. Es hört einfach nicht auf. Und dann auch noch er. Jetzt kommt es auf euch, Case und mich an. Okay, was macht Kanach? Ich habe fast mein ganzes Leben lang die Erstgeborenen gehasst, weil ich immer mit ihnen verglichen wurde. In den Augen unserer Mutter war Traherne perfekt und niemand von uns konnte ihm das Wasser reichen. Aber jetzt, solange Mordremus an meiner Willenskraft zerrt, komme ich gerade so zurecht. Aber Traherne, er hat seine Luftschiffe direkt auf ihn gesteuert und muss sagen, dass ich ihn jetzt bewundere. Wir müssen ihn finden. Ich fürchte, dass es bereits zu spät sein könnte. Mordremus hat seinen Haken viel tiefer in Trahans Körper und Geist geschlagen, als das bei Socha und Logan der Fall war. Dafür würden wir Silvari erschaffen. Oh mein Gott, ich dachte echt immer, dass Kanach derjenige ist, der da in die Fänge gezogen wird. Kaith, ich hoffe, ihr seht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Können wir das Misstrauen begraben, das unsere Freundschaft belastet? Meine wilde Jagd hat mich mit dem Gewicht ihrer Bedeutung fast erdrückt. Ich hatte solche Angst zu versagen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur mir selbst vertrauen kann. Aber am Ende hat das Ei nicht mich gewählt, sondern euch. Ihr seid am tapfersten von uns allen. Das Ei hat Glück, hat gut gewählt. Ich weiß nicht, was die nächste Wyvern-Jagd für mich ansteht. Aber ich bin froh, dass wir immer auf derselben Seite stehen. Okay, also wie wir schon vermuten hatten, zumindest ich, sie war immer auf unserer Seite. Was macht Marjorie? Ich weiß nicht, was ich fühle. Das ist der Gipfel all dessen, worauf wir die letzten Jahre zwei Jahre hingearbeitet haben. Ich bin nervös, angespannt und fühle mich bereit, Belindas Schwert tief in Mordremus Herz zu stoßen. Ich habe schon zwei Vorleute verloren, aber Belinda, es war unerwartet, wie schwer mich ihr Verlust getroffen hat. Sie gehört zu meiner Familie, sie war meine Schwester, ein Teil von mir. Ganz genau, sagt einfach Bescheid, Boss, dann zeigen wir diesem Drachen, was Leid bedeutet. Okay. Betretet den Abgrund. Ah, ja, da ist das Sternchen. Okay, jetzt leuchtet es auch anders. Betreten, ja. Boah, wie krass das aussieht. Körper und Geist, oh Gott. Mich bringt nichts zu Fall. Wo sind wir? Meldet euch bei euren Verbündeten. Ah, hier sind sie. Mordremus hat nicht einmal versucht, seine Spuren zu verwischen. Das ist entweder eine Falle oder der Drache ist zum Äußersten entschlossen. Mhm. Gleichgültig. Traherne ist hier. Und selbst wenn er nur ein Köder ist, wird er uns doch zu Mordremus führen. Traherne. Ihr habt es bis hierher geschafft. Seid ihr bereit für den letzten Vorstoß? Ja, ich werde nie ein Sklave des Drachen sein. Ich hoff's wirklich. Ich will nicht noch mehr Leute verlieren. Wir haben Gesellschaft. Jo, wir haben Gesellschaft. Spür das Brennen! Wir haben Gesellschaft, die wir... Mein Erschaffer. Nö, nix Erschaffer. Mich bringt nichts zu Fall, aber mein Werk ist noch nicht fertig. Och Mann. Was ist ein Blödian. Macht ihn schnell tot. Dankeschön. Nur einen Weg vorwärts. Dann mal los. Bleib nah bei mir. Ja. Wir wissen nicht, was da unten lauert. Wir schaffen das. Stück für Stück schaffen wir das. Also ich denke auch, dass die Folge wahrscheinlich ein bisschen länger werden wird. Deshalb macht's euch gemütlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Okay, wir müssen irgendwas ausweichen. Oh, da haben sie sogar die ersten Itzlack und wie die Dinger leider heißen. Ich weiß es leider nicht mehr, wie sie heißen. Die Wut ist mein. Okay. Wir müssen hier auf jeden Fall weiter. Da ist er.
Marshal Traherne. Traherne. Da ist er, da ist er. Dürfen wir hier rein? Oder ist es vergiftet? Traherne. Kommandeur. Oha, oh. Ist er? Fast ausgelöscht, Marshal. Aber meine Leute und ich bringen das zu Ende. Es ist zu spät. Ich weiß. Oh, wie der aussieht. Oh mein Gott, mein Herz. Dschungeldrachen. Der ist überall. Und wie töten wir ihn? Rennen wir jedes Feld ab und fällen jeden Baum? Nein. So kommt man ihm nicht bei. Es wächst alles nach. Seine Wurzeln sind zu weit vorgedrungen. Ja. Reichen zu tief. Dann zerstören wir eben die Wurzel. Mordremors Geist. Die stärksten Angriffe kommen von seinem Geist, aus dem Traum. Das ist unser Ziel. Ja. Vernünftige Strategie, Kommandeur. Den Spieß umdrehen und den Drachen angreifen, so wie er uns angegriffen hat. Brillant. Dankeschön. Aufgeladen. Man braucht keinen Übersetzer, um zu verstehen, dass dem Drachen dieser Gedanke nicht behagt. Ja, zielt auf das Herz des Drachen durch den Traum. Das könnte gehen. Und was? Meine Verbindung bietet euch den Zugang, den die ihr braucht. Die Ratanovana meinten, jeder Altdrache habe eine Schwachstelle. Mordremors haben wir gerade gefunden. Ja. Ich bin bereit. Wenn ich mich konzentriere, kann ich einen Pfad in den Traum öffnen. In Mordremors Geist. Okay. Eure Geister werden sich auf die Reise begeben. Doch eure Körper bleiben hier, in der Höhle. Ich habe in letzter Zeit genug metaphysische Landschaften gesehen. Ich bleibe zurück und halte die Mordrem im Schach. Okay. Ich auch. Wenn etwas schief geht oder Traherne nicht ist, was er zu sein scheint, stehe ich bereit. Ja. Na gut. Drei von uns gehen rein, drei bleiben draußen. Jetzt müssen wir noch jemanden als Verbündeter wählen. Oh Gott. Wählt zwei Verbündete. Kanach, Keith, Braham. Wir nehmen auf jeden Fall Braham mit. Meine Mutter hat Gerechtigkeit das verdient. Ist außer Frage. Das steht ich fest. Ich habe Chance dafür zu sorgen, dass sie sie bekommt. Was ist denn das? Ich will Rache, aber nicht nur Rache. Meine Mutter hat ihr ganzes Leben lang versucht, die Norn zur Gegenwart gegen die Altdrachen zu inspirieren. Jetzt ist das meine Aufgabe. Lasst mich euch helfen. Ich bin stolz, euch an meiner Seite zu haben. Ihr seid bereit. Wen nehmen wir? Das sind Geschwister, die zwei. Ich weiß es nicht. Wir kennen Kanach nicht so gut. Wir kennen Keith durch die anderen Episoden und Staffeln viel besser. Ich vertraue ihr auch. Deshalb würde ich sie eigentlich gern mitnehmen wollen. Ich glaube, ja. Ich nehme Keith mit. Ich nehme Keith mit. Ihr mögt mir nicht trauen, aber ich lasse nicht zu, dass noch mehr Silvari werden wie Faulein. Lieber den Tod für mein Volk als das. Ihr braucht mich. Außer euch und Ridlock bin ich die Einzige, die je einen Altdrach besiegt hat. Nach er und Faulein, ihr mögt an meinen Worten zweifeln, aber bezweifelt niemals, dass ich den Dschungeldrachen tot sehen will. Ja, wir nehmen sie mit. Ich vertraue ihr da. Schön. Tut mir leid. Aber ich sterbe mir ja nicht da drin. Sonst wäre eine ansonsten noble Geste Makulatura. Was für ein Ding? Ich finde, es ist auch ein ausgeglichenes Team dann. Okay, Traherne. Oh, wie der aussieht. Schaut ihn euch an. Oh, die arme Sau. Okay, wie funktioniert das jetzt? Okay. Okay. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Oh mein Gott, Gänsehaut. Überall. Ich bin alles. Oh mein Gott. Nur in eurem Geist. Und euer Geist wird zu Asche zerfallen sein, wenn ich mit euch fertig bin. Gut gesprochen. Tapfere Worte, aber leere Worte. Mhm. Oh, okay. Dank euch endete meine Legende als Fehlschlag. Gefallen, vergessen und fern der Heimat. Gam! Ich habe es satt, diese Lügen zu hören. Ihr seid nicht meine Mutter. Ihr seid Mordremors Spielzeug. Ja.
Habt ihr gesehen? Das ist mein Werk. Die Wut ist mein. Garm ist Garm jetzt auch verstorben. Konzentriert euch. Das war's. Sie ist verwundbar. Erledigt sie. Ich bleib lieber auf Fernkampf. Ich will da kein Risiko eingehen. Ja, wo ist er denn? Ah, da ist Garm. Oh, okay. Okay, da ist die etwas andere R wieder. Wo sie hat das wieder Garm. Aufgeladen. Aufgeladen. Erde. Wo ist sie? Da hinten ist sie. Spürt das Brennen. Jetzt ist Garm wieder da. Okay, da ist Garm. Also ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Mich bringt nichts zu Fall. Spür das Brennen. Aufgeladen. Erst Verteidigung. Habt ihr gesehen? Das ist mein Werk. Jetzt kommt sie wieder her, genau. Haben wir es? Ist das wieder ein Trick? Seht doch, ein Riss hat sich geöffnet. Vielleicht können wir Mordremos Illusion jetzt vernichten. Ja. Vergrößern wir ihn. Je weiter wir diesen Albtraum aufbrechen, desto schwächer wird Mordremos. Okay. Aktiviert den Riss. Wow, sie wird zurückgezogen. Haben wir es? Kommandeur, ganz zum Schluss da. Schien sie wieder sie selbst zu sein. Nicht, Bram. Das macht dich nur fertig. Genau. Und die echte Ehr wäre stolz darauf, wie ihr euch geschlagen habt. Oh, was geht jetzt ab? Spannende Musik. Jetzt wird's Nacht, okay. Oh, der blasse Baum. Keith. Süßes, trauriges, einsames Kind. Euretwegen sind wir alle dem Untergang geweiht. Ohne Mordremos hören die Silvari auf zu existieren. Das stimmt nicht. Er hat uns erschaffen. Er erhält uns. Er macht uns aus. Ohne ihn welken wir dahin und sterben. Ich muss Mordremos Einfluss auf uns ein Ende machen. Er will keine Soldaten. Er will willenlose Leibeigene. Ja. Ihr kämpft für natürliche Harmonie und die Zukunft eurer Familie. Aber ohne Mordremos gibt es keins von beidem. Das würde ich nicht sagen. Genau. Lieber bin ich tot oder gar nichts, als dass ich werde, was Mordremos aus uns machen will. Okay, das hat ihr nicht so gefallen. Dürfen wir sie einfach angreifen? Hat sie bestimmte Dinge? Ringangriffe? Ruft herbei. Okay. Was bedeutet das? Adrenalinpilz, Geschwindigkeitspilz. Ah, jetzt. Da hat sie irgendwas gerufen. Oh mein Gott. Spürt das Brennen. Wo
Was macht's denn jetzt? Okay. Leute, ihr müsst die kaputt machen. Los. Kaputt. Nein, nein, nein. Die heilt sich bestimmt. Oh nein! Sie hat sich selbst geopfert, um sie stärker zu machen. Deshalb. Das ist nicht real. Mordremos ist es, der stärker wird. Und das müssen wir verhindern. Okay, sie ist stärker. Aber ich glaube, das Leben hatte sie noch. Glaube ich. Da habe ich jetzt nichts gesehen. Ich kann die nicht kaputt machen. Wieso? Oh Mann! Macht sie dieses Gabum jetzt? Kaith. Nein, nicht. Okay, also ich darf scheint's nicht in die Nähe von ihr. Ich muss jetzt die immer kaputt machen, habe ich den Eindruck. Auf zu träumen. Was? Was? Oh mein Gott, okay. 2% hat sie noch. Was, Kaith? Den Ton zu vernichten wird ein Vergnügen sein. Wartet. Wir müssen den Riss öffnen, um Mordremos Geist zu schwächen und seine Kontrolle zu stören. Ja. Wenn ihr meint. Aber ich bin bereit zuzuschlagen, wenn das nichts nutzt. Wir aktivieren ihn. Und sie ist... Na, kau drauf, Kaith, dass sie reingeht. Ja, Mann, haben wir geschafft. Das ist es, was der blasse Baum gewesen wäre. Ja. Dass